Ein Hallihallo und willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe einer kleinen Mini-Tutorial-Folge, die sich darauf bezieht, dass ich mal eine Zuschauerfrage beantworte und das Ganze halt dann einfach als Tutorial anbieten kann. Ist ja sehr schwer, immer sich Tutorials irgendwie aus der Nase zu ziehen. Also ich persönlich zumindest bin da immer sehr ratlos, weil wir schon recht viele Themen quasi besprochen haben und es durch die neuen Versionen jetzt nicht wirklich großartig viele neue Techniken hinzugekommen sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für mich auch einfacher, Zuschauerfragen über Videos zu beantworten, als über die Kommentarfunktion. Gerade wenn es zum Thema Schaltungen geht, kann es sehr verwirrend sein, wenn man da so Sachen schreibt wie schließe es da an und dann da an, stell das und das ein. Ach, da kann man so viel falsch machen und auch so viel schlecht schreiben einfach. Deswegen dieses Video, das sich mit einem sehr interessanten Thema befasst. Und zwar der gute My Suppi is so horny. Der hat gefragt, hey, und zwar folgendes Problem. Wir haben zwei Ausfahrten, in denen das Eisen ausgelagert wird. Führt aber in eine Ausfahrt. Gibt es dafür ein Schaltungssystem, das, wenn der eine Zug oben ist, sich volllädt, der untere Zug an seiner Ausfahrt warten muss, bis der obere Zug wieder zurück ist und er dann losfahren kann? Man merkt, es ist schon schwer, sowas zu beschreiben und gleichzeitig für mich auch schwer, dann es zu verstehen. Daraufhin habe ich dann erstmal gefragt, wenn ich es richtig verstehe, du willst immer nur, dass ein Zug fährt und der andere soll erst losfahren, wenn der zweite Zug wieder da ist. So habe ich es verstanden. Daraufhin wurde es dann wunderbar erklärt mit genau und das von zwei Startpunkten auf nur einer Bahn. Wie ein umgedrehtes Y. Und mit dem Y, das war das Stichwort. Und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ich habe es mal hier aufgebaut. Denn das hier ist quasi mein Y hier. Wir haben hier einen Bahnhof und beide führen auf einen Punkt zu. Und zwar auf diesem Bahnhof hier. Und ich weiß, deins ist eher die Auslagern und hier drüben einlagern. Aber im Endeffekt, das spielt für diese Schaltung absolut keine Rolle. Ich lagere halt ein, statt's aus. Aber das, wie gesagt, ist völlig Wumpe. Denn die Schaltung, der ist es egal, ob ich den Zug befülle oder entfülle. Oder befülle und entlade. Das ist völlig wurscht. Um das Ganze nochmal richtig zu kapieren. Also ich habe es so verstanden, wir haben zwei Züge, die hier in diesem Bahnhof sind. In meinem Fall, die werden beide parallel, wenn sie reinfahren, werden sie sofort mit Eisenplatten beladen. Sobald einer der Züge voll ist, fährt er los. Der andere, selbst wenn er voll ist, darf nicht losfahren. Er darf erst dann losfahren, wenn der andere Zug wieder da ist. Sprich, es ist immer ein Zug da und einer unterwegs. So habe ich das Ganze verstanden. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht und wir nicht ewig warten müssen, habe ich das Ganze hier mal nur auf statt volle Fracht, habe ich einfach gesagt, wenn du 2000 Eisenplatten hast, fahr los. Sonst warten wir hier ewig, bis wir da den ganzen Anhänger voll machen. Und bevor ich jetzt die Schaltung erkläre, ich würde einfach mal den Strom einschalten, dann werden die Dinger nämlich befüllt. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Strom ist an. Beide werden befüllt. Zack, der erste Zug ist voll. Der andere Zug hört auf zu beladen. Der Zug fährt hier los. Geht wieder an seine Entladestation. Wird hier entladen. Wie gesagt, bei dir ist es andersrum, ich weiß. Aber ich muss einfach nur Greifer drehen. Kein Problem. Zack. Er kommt zurück. Und was wir jetzt sehen ist, er fährt rein, gibt dem anderen das Signal, yay, du darfst fahren. Und der andere Zug fährt. Der hier wird ganz normal beladen. Ist jetzt schon, zack, bei seinen 2000. Er könnte fahren, aber weil der zweite Zug fehlt, sagt er, nein, ich darf nicht fahren, es fehlt ja noch einer. Zug kommt, zack, Zug fährt wieder raus. So habe ich es verstanden, so habe ich es umgesetzt. Und wie genau funktioniert das? Beziehungsweise wie geht man überhaupt an solche Probleme ran? Das Problem in Factorio ist ja immer, man kann viel, aber man kann doch wenig. Habe ich so immer das Gefühl. Was ich mir zum Beispiel wünschen würde, wären einfach so Features zum Beispiel auch, wo ich sagen kann, hey, fahr doch den Bahnhof nur unter gewissen Bedingungen an. Ich kann dem Zug ja Bahnhöfe geben, aber ich kann ihm nicht sagen, er soll einen Bahnhof ignorieren oder nicht. Klar, ich kann gewisse Schaltungen machen, dass er durchrauscht, aber trotzdem fährt er in diese Richtung. Aber das hat es mit. Ich schweife ab, das hat natürlich nichts damit zu tun. Macht nichts. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich das Ganze umsetzen? Es darf immer nur ein Zug fahren. Okay. Das Einfachste wäre, mir ist es egal, wo der zweite Zug ist.
Ich muss ja nur verhindern, dass der Zug rausfährt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sorge dafür, dass er im Bahnhof festsitzt, blockiert wird. Wie blockiere ich das Ganze? Indem ich erstmal die hinteren Signale, dieses hier und dieses hier, abgreife. Mal gucken, beide Signale haben hier eingestellt, liest Signal und gibt dementsprechend die Signale auf diesen Farben raus. Das heißt, wenn Signal rot ist, gibt er mir das rote Signal raus, gelb, gelb, grün, grün. Beides habe ich verbunden mit dem Strommast und die zwei Strommäste habe ich miteinander verbunden. Wir wissen ja bei Schaltungen, gleiche Signale addieren sich automatisch zusammen, wenn sie auf dem gleichen Kabel liegen, also von der Farbe her. Da alles hier kabelgrün ist, haben wir hier anstatt zweimal verschiedene Rotfarben, zweimal rot. Beide Signale gehen jetzt auf die Ausgangssignale. Auf dieses hier und auf dieses hier. Hier haben wir einfach nur eingestellt, Signal schließen. Die Bedingung zur Schließung haben wir einfach gesagt, wenn rot kleiner 2 ist, dann soll er schließen. Und kleiner 2 ist es immer dann, wenn ein Zug nicht da ist. Weil durch die Tatsache, dass wenn er hier rausfährt, sobald einer der beiden Züge über dieses Signal gehuscht ist, wird dieses Signal grün. Das kann ich auch mal kurz simulieren. Wir sehen hier nach wie vor 2 rot. Ich fahre hier drüber, zack, das Signal schaltet auf grün um. Wir haben hier rot und grün. Und ja, sie sind noch rot. Das liegt aber daran, dass der Zug hier momentan blockiert. Wenn ich jetzt aber hier drüber gehe, sind sie immer noch rot. Und das liegt einfach daran, weil wir ja hier kleiner wie 2 sind. Wir sind kleiner wie 2, demnach bleibt das Ding rot. Ich schicke wieder zur Beladung zurück. Wir sehen, es ist immer noch rot. Es ist rot und wir warten jetzt einfach kurz, bis der Zug kommt. Ich gehe hier drauf. Wir sehen, zack, zweimal rot ist da. Er schaltet wieder um auf grün und fertig. Das ist alles. Mehr brauchst du da eigentlich nicht machen. Also ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden. Wenn nein, schreib es einfach in die Kommentare. Wenn ja, schreib es auch in die Kommentare, sonst weiß ich es ja nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr andere Fragen noch haben solltet, einfach rein damit in die Kommentare. Ihr könnt auch natürlich gerne das Forum nutzen. Gibt es ja nicht umsonst im Factorio-Bereich, in der Nation42-Forum, den Bereich Vorschläge. Es gibt ja auch den Bereich Tutorials. Wobei, da schreibe ich das Ganze dann rein. Aber haut einfach in die Tasten, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns immer drauf, wenn wir irgendwie euch Fragen näher bringen können, beantworten können. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.